Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nur zum Großgrundbesitzer. Ja, das Rübenproblemchen. Der Gut ist voll. Er muss jetzt wegbringen fahren und ja, da muss der Roderfahrer erstmal wieder warten. Ich glaube nicht, dass das mit einer Viertelstunde hinkommt. Naja, schauen wir mal. Er ist auf jeden Fall auch gleich fertig, so wie es aussieht. Wobei 20 Minuten da noch brauchen. Wir sollen noch 24 Minuten brauchen. Kartoffelfritze wird auch gleich wegfahren müssen. Ob der Acker vom Regen noch fertig wird. Ein Drittel haben wir jetzt schon. Na oh, wow. Genau, wo ist der mit der Saatmaschine eigentlich? Ah ja, auf dem Weg zum... Hoffe doch gleich zusammenklappen. Ach ne, er fährt noch. Ah, okay, er fängt jetzt am Vorgewende schon an. 300 die Data ja noch. Mal schauen, ob er sich an der Windkraftanlage gleich wieder aufhängt. Weil da muss er ja auch wieder einmal rumfahren. Ach, kommt doch noch ganz schön weit mit den 300 Litern. Hat gerade erstmal 50 Liter jetzt verbraucht. Mal schauen, ob er ganz rum fährt oder nur einen halben Bogen.
Ne, fährt nur den halben Bogen. Er ist ja auch schon mal einmal komplett rumgefahren. Ja, können wir uns das angucken. Wir müssen jetzt an der Abladestelle. Dann kann ich den gleich, nachdem er abgekippt hat, auf jeden Fall dann da die Aufgabe abgeben. Also quasi wegschicken wieder. Mal gucken, wie viel Geld das bringt. 30.000 Liter, das bräuchte schon ein Sümmchen, denke ich mal. Ja, ist doch gut. 23.000. Haben uns das Ganze 60.000 gebracht. Ich kam es doch noch weiter mit dem Saatgut, was noch da war, als ich dachte. Okay, der gibt seine Rübchen jetzt gerade ab. Gucken, wie viel Prozent das dann jetzt schon sind. So, wie viel Prozent haben wir jetzt schon abgeliefert? 75, okay. Ein LKW brauchen wir also noch.
Da wird auch nicht allzu viel überbleiben, nehme ich mal von dem Acker. Wird jetzt immer noch auf dem Weg zur Abgabestelle. Okay, er ist jetzt auf dem Weg zum neuen Saatgut holen. Noch einmal Drescher abtanken, dann ist er auch so weit, dass er wieder wegbringen muss. Und dem mal eine Weile zu hören. Wie schön er das Feld probiert. Ja, das macht er schon sehr schön. Geht aber auch die Zeit, die er jetzt gebraucht hat. 20 Minuten brauchen noch für den Rest. Aber auch hier kann man nicht meckern. Das machen die schon ganz manierlich hier. Okay, 43% von Feld 58 haben wir schon abgeliefert. Schon oder ja, das kann man sich jetzt kann man sehen, man will.
Und der andere musste jetzt aber, na, hat er schon das Falsche abgeladen? Der müsste ja jeden Moment jetzt hier eigentlich kommen. Wo ist er? Okay, der braucht noch ein paar Meter, ein paar Minuten. Ein paar Meter braucht er auch noch. Mal gucken, dass der Sack nicht zu dem Falschen wieder fahren will. Wo ist eigentlich der beste Preis für Kartoffeln, wenn er am Depot fertig ist? Und er fährt wieder zum Falschen. Fährt hier grün besser oder was? Keine Ahnung. Voilà. Muss ich zwar wieder nebenher fahren, aber ist ja nicht so tragisch. So. Okay, noch mal gucken nach Kartoffeln. Da. Am Bahnhof. Okay. Ja, wobei das auch egal ist, kann man auch am Depot verkaufen. Da ist gerade der Preis steigen. Ah, okay, er ist auch hier. Ach, das hat sogar funktioniert. Cool. Das freut mich, dass das funktioniert hat. Dann hat mein We leichter Schubs am Wegpunkt ja doch geholfen. Der ist auch gleich wieder da. Oh,
Und das gibt es hier wieder eine Katastrophe. So, dann halt so. Jetzt hält sich nämlich der Auflieger immer auf. In dem Loch da. Naja, aber ich würde sagen, weiter geht's dann in der nächsten Folge. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.